Hallo und willkommen zu Minecraft Let's Play Let's Rock the Blocks Folge 143,1. Ja, wir hatten eben angefangen, die Folge aufzunehmen und dann bin ich mehrmals gestorben. Wie ihr sehen könnt, habe ich ja keine Erfahrung mehr, keine Gegenstände mehr. Und dann meinte mein PC, hey, so die Platte ist voll. Somit war die Aufnahme dann im Arsch. Ja. Und Jörg hat sich gar sehr gefreut. Oh, total, ja. Aber wie heißt das immer so schön? Hast du Scheiße an der Hacke, hast du Scheiße an der Hacke. So sieht's mal aus. Deswegen jetzt einmal zurück, neue Klamotten bauen. Hast du noch irgendwo Diamanten rumfliegen? Ich glaube, ich habe keine mehr. Ich glaube wohl. Zumindest weiß ich jetzt nicht, wo ich meine habe. Kann sein, dass drüben irgendwo in der Wüstenmine noch welche sind oder eine Hobbitmine. Ich habe keine Ahnung. Nur ich habe gar nichts mehr. Kein Schwert mehr, ich habe keine Spitzhacke mehr, ich habe keine Schaufel mehr, keine Rüstung mehr. Gar nix, nee. Alles kacke. Ja, Diamanten habe ich noch. Da ist jemand müde. Nö, eigentlich gar nicht mal. Ich habe eigentlich recht gut genächtigt geschlafen. Gedingenst. Hast du die Diamanten bei oder hast du die im Lager Nein. irgendwo? Nein, ich habe die Diamanten nicht bei. Okay. Heiß ich Brelag oder was? Danke. Bitte? Aber ich muss eh ein bisschen Kobbel abladen. Ach, was willst du denn mit Kobbel? Abladen. Naja. Mehr will ich damit auch nicht. Ich möchte dann aber die Aufgänge auch hier mit den Fackeln dann so haben, wie du unten im Gang hast, ne? Ja, was? Nix? Wenn schon, denn schon. Nix, hab ich irgendwas gesagt. Rettete, morgen habt ihr Schädelweh. Na, dafür müsste ich saufen. Hab ich auch keinen Bock drauf. Ja. Ich auch nicht. Aber, hey. Hui, ich hab einen Goldhelm. Hippie. Das Einzige, Wey. Was mir geblieben ist von diesem blöden Zombie. Wey. So. Waffen und Werkzeuge, was haben wir denn da noch Schönes drin? Nichts Brauchbares. Ich hab noch so ein bisschen was Rüstung oben liegen, aber... Das hatte mir mal irgendwie ein Zombie oder irgendwas gedroppt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber wenn du es haben willst, kannst du es haben. Ich brauche es nicht. Aber das ist schon fast gut. Nee, lass mal. So. Das war die Hose. Die Hose? Wie viel brauchen? Moment. Das ist ein Brustpanzer. Wie waren nochmal die Schuhe, weißt du das noch? Der Schuhe. Jo. Aha, geht mir auch gerade so. Hier im Quadrat, ich habe keine Ahnung. Nö. Dann zwei, ein Ding frei, also zwei, also oben, unten, all zusammen, dann die da in der Mitte freilassen und dann nochmal oben, unten, also... Nicht oben unten, sondern oben Mitte. Also, stehen. Ich hab keine Ahnung. Ich gerade auch nicht. Fröhliches Rätselraten. Ja. Oh, also ich hätte... Aber den Helm habe ich zumindest gerade schon mal. Ja, wunderbar. Fehlen mir nur die Schuhe. Also ich hätte gesagt, du lässt die obere Reihe frei. Ja. Machst dann in der mittleren Reihe Eisen, frei Eisen und in der Reihe darunter Eisen, frei Eisen. Eisen, frei Eisen, Eisen. Eisen. Yo! Das hatte ich versucht dir zu sagen, als ich sagte, naja, du weißt schon. Ja, passt schon irgendwie. So, ich werde jetzt nicht mehr ohne Rüstung irgendwo hingehen. Geht ja mal gar nicht. Ohne Rüstung? Ja, so oft wie ich jetzt in letzter Zeit gestorben bin, das geht überhaupt nicht, ey. Mist, Tuffel.
Ja, das nervt irgendwie. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. So, Fackeln haben wir auch schon wieder 64. Hippie. Das Inventar füllt sich langsam wieder. So toll. So toll. So toll. So toll. Ich mache mir jetzt erstmal Eisenwerkzeug. Oder, also brauchst du jetzt jemanden oder nicht? Oder wie oder Ja, nur für eine Spitzhacke, den Rest gehe ich dann selber farmen wieder. Das heißt, ich bräuchte drei Stück. Dres Duk. Da. Da. Gut. Dann ich bringe dir Dres Duk. Das ist lieb von dir. Dann werde ich mal zur Hobbit-Mine rübergehen und da wieder ein paar Diamanten farmen. Mach das. Ja, kurz an der Nase kratzen. Mach das. Festplatte ist voll. So was Dämliches, ey. Dankeschön. Bitteschön. Also, wenn ich nicht im Terabyte-Bereich arbeiten würde, würde ich ja noch sagen: Jo, kann passieren, Okay. aber, ne? Ja, das ist schon irgendwie. Ja. Kacke ist das. Ja, dezent. Aber gut, was willst du machen, wenn es so ist, ist es so. Naja, gar nichts, aber. Arg wunderlich. Was ist denn da schon wieder für eine Vorbereitung? Sowas prüft man doch vor der Aufnahme. Noob! Komm dir. Was kannst du eigentlich? Ich komm dir gleich nach Bayern, ne? Viel Spaß. Na, so lange ist das nicht. So weit bist du nicht weg. Ja, aber es ist doch schon ein Stück. Aber zu den Kilometern, die ich früher gefahren bin, ist es Peanuts. Ja, das kann durchaus möglich sein, aber. Super, eine Eisenspitzhacke mit 4 Angriffsschaden. Kannst du dir doch irgendwo hinschieben. Ach nee, da. Effizienz 1, na toll. Ach nee. So. Ich finde diesen karierten Boden so toll in der Bibliothek. Den Schachbrettboden. Ja. Ja, der war extra so Super so toll. gedacht. Ach toll, es ist dunkel draußen, ich würde gerne pennen gehen. Aber. Na, ich weiß nicht, wo du gerade abhängst. Ach so. Ja, Sekunde. Bin gerade unten. Ich muss gerade noch ein bisschen Kobbel loswerden und dann. Ein bisschen kobbellos werden, okay. Ja, ich habe mir gerade hier noch ein paar Kobbeltreppchen gemacht für meine Umrandung im Aha. Gang. So, du willst also schlafen. Ja, bitte. Gut. Dankeschön. Prellack wurde durch Creeper in die Luft gesprengt. Prellack wurde Da sieht man so richtig schön, was man nicht mehr sieht, weil deine Festplatte voll ist. ja, genau. So, was wollte ich jetzt? Achso, Glas. Ein Glas. Werde ich mir noch ein Schwertchen basteln, Ach fällt nee, mir ich brauche gerade. ja gar kein Glas. Aha! Warum Was? nicht? Nee, ich war fertig mit meinen Glasarbeiten. Ach so. Ja. Du bist fertig, das ist aber schön. Ich sollte Ja. was zu essen mitnehmen irgendwie. Mach das. Ja, ein Zombie. Ja, der läuft da irgendwo rum, ich weiß aber nicht wo. Okay. Den habe ich auch gerade gehört. Stickies mitnehmen. Wo sind meine. Da sind meine Ofenkartoffeln. Alles gut. Also seine Richtigkeit haben. Genau. Und ab dafür. Irgendwo verbrennen diese Zombies. Ach, da ist einer. Hast du ihn gefunden? Ja. Wo war er? Oben am Sandstrand. Ach so. Machst denn du am Sandstrand? Na, ich gehe rüber zur Hobbithöhle, zur Mine. So. Ja, dann. Ach, da ist schon wieder mein bester Freund, ey. El Kripo. El Kripo. Bei den Kühen. Hatte nur auf dich gewartet. Oh, der ist recht gerne. Unter den Schafen ist auch sehr gern. Ich frag mich, was er da macht.
Super, hier ist ja ein riesen Loch im Boden. Wo? Am Aufgang zu den Feldern und da muss ein Creeper explodiert sein. Vermutlich. Vermutlich ist das so. Ein Mann schaut mir gerade skeptisch auf den Monitor. Warum? Weiß ich nicht. Der will bestimmt was von dir. Nein, er fragt sich immer noch, was man an Minecraft so toll finden kann. Ach so. Er versteht das nicht. Ich kann das auch nicht erklären, aber für mich ist es immer halt Lego für Große halt, ne? Ja, genau, Lego für Große, das ist es. Aber... Mit einer unendlichen Welt. Ja. Aber ich bin ja ein Mädchen, weißt du, ich hatte ja sowas wie Lego nicht. Ja und? Gab's nicht. Naja, Lego ich Barbie nie. Gab's nicht, das stimmt. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass du mit Barbies gespielt hast. Ich hatte welche, aber ich habe nie mit ihnen gespielt. Ich habe ihnen eher die Arme und Beine ausgerissen und die Haare geschnitten. Warte mal eben ganz kurz. Wenn du husten musst, dann musst du husten. Du bist aber ein Homename, oder? Ja, nicht? Und dann musst du halt trotzdem husten. Ist ja fast am Verrecken, weil sich den Mund zuhält. Ah, das ist nicht gut. Husten verdrücken ist nee, ist gar nicht gut. Dann musst du vor allen Dingen noch mehr husten. Ja, das ist das. Ich sah nur, wie ihr neben mir zuckt. Oh. Ach, nee. Ja. So ist das. Nein, ich habe meine Barbies eher zerstört als mit ihnen gespielt, aber. Ich frage jetzt nicht, warum du die zerstört hast. Also Haare schneiden kenne ich von meinen Töchtern, wobei die das eigentlich relativ wenig gemacht haben, aber weißt du, so Gliedmaßen abtrennen und so haben sie nicht gemacht. Ging ja früher bei den Barbies früher, ich weiß nicht, wie die jetzt sind, aber da gingen die relativ einfach raus und die konnte man auch relativ einfach wieder dran machen, aber... Ja, man konnte den Kopf abmachen, das kenne ich noch, ja. Ja. Aber es ist ja sowieso, ich vermute, ich habe schon früh gegen das Schönheitsideal rebelliert. Okay. Man könnte da jetzt psychologisch, glaube ich, einiges reininterpretieren, aber... Eine Barbie kaputt machen, bäh. Ich kenne mich auf dem Gebiet nicht aus. Ich bin auch ganz ehrlich, ich frage nicht weiter nach. Nö, ist okay. Hätte mich immer für dieses Lego-Technik-Zeug interessiert, aber das war... Ja. Okay, das fand ich wiederum ziemlich langweilig. Kann es dir gar nicht sagen. Ich habe es immer nur in der Werbung gesehen. Ich habe es nie selber in den Händen gehabt, zumindest nicht als Kind. Nee, als Kind eh nicht, weil es zu meiner Jugendzeit gab es das halt noch nicht so. Ja.